Es dürfte das wahrscheinlich erste Unboxing-Video zum Objektiv hier auf unserem Kanal sein. Warum? Es lohnt sich verdammt nochmal. Es geht um das Tamron 150 bis 600 mm Telezoom-Objektiv. Der Karton, der ist verdammt groß und verdammt schwer. Also hoffe ich mal, da ist einiges drin. Seid gespannt, schaut rein und den Test. Den gibt es sicherlich bald auf irgendeinem richtig coolen Fotokanal. Und los geht's auch schon mit dem Unboxing vom 150-600. Keine Zeit hier heute verlieren, denn ich will ja auch wissen, was da drin ist und muss ja keine 2 Stunden Unboxing-Video hier werden. Gut, das hier oben, das sieht aus wie irgendwas mit Garantie, Seriennummer, habt ihr nicht gesehen. 1059 steht übrigens drauf, also wahrscheinlich eines der ersten Objektive überhaupt, das ich hier in den Händen halte vom 150-600. Aber gucken wir mal weiter rein. Hier drin, ja, das sieht irgendwie noch mehr wie Garantie. Karten aus, also die Garantie der Garantie der Garantie der Garantie. Und hier, das sieht aus wie eine Mini-Anleitung, wofür auch immer, meines ein Objektiv. Viel mehr als 3-4 Schalter kann das Ding hier eigentlich nicht haben. So, also schauen wir mal rein direkt in den Karton. Ist hier vielleicht noch Zubehör drin? Nö, sieht, klingt auch nicht so. Ich denke mal, das ist nur Polsterung oder so. Okay, also schnell beiseite damit und zum 150-600 selber. Ein bisschen Platz geschaffen hier noch. Nehmen wir mal erstmal die Gegenlichtblende ab, auch wenn die wirklich voluminös aussieht, aber dazu später noch. Jetzt erstmal zum Objektiv selbst und jetzt auch ohne diesen komischen Trocknungszeugs, was da immer drin ist. Ja, so, jetzt ist richtig Platz hier. Auf jeden Fall sehr schwer, gute 2 Kilo wiegt das ganze gute Stück und gucken wir direkt mal vorne hinein. Ja, das sind ja nicht mal ganz schön üppig, also natürlich hier ein riesen Filterdurchmesser vorne, dafür will ich keine Filter kaufen. Das Ganze sieht wirklich schon richtig bedrohlich aus, muss man sagen, wenn man da reinschaut. Sonst, ja, erstmal hier noch ein paar Schalter dran, also zum Beispiel für diesen Autofokus-Lock von der Entfernung, Bildstabilisator am Autofokus-Manuell-Fokus, Full-Frame-tauglich ist das ganze Ding natürlich auch. So, was haben wir dann noch Schickes? Genau, Zoom-Ring und da hier sieht man auch noch einen weiteren Schalter, so einen Lock-Schalter, klappt anscheinend nur bei, genau, bei 150 mm kann man den ein- und ausrasten, also damit könnte sozusagen das Objektiv sperren, wahrscheinlich für den Transport ganz nett. Manuell Fokusring, auch schön vom Widerstand, also filmen wird man damit wahrscheinlich nicht, aber trotzdem ist es ja gar nicht schlecht, dass man damit auch schön manuell fokussieren kann. So, jetzt aber natürlich noch zur Gegenlichtblende, das gehört ja natürlich dazu bei so einem teuren Objektiv. Machen wir das mal vorne mit ran, so, 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 na, na, genau, so sollte das aussehen. Ich hoffe, das passt noch alles jetzt ins Bild rein, was ich euch da zeige, weil das ist ja wirklich ziemlich ausladend, das ganze Design hier. So sieht es aus, auf jeden Fall ein geiler Lieferumfang mit Gegenlichtblende und Stativschelle. Das findet man bei Canon teilweise nicht mehr in dem Preisbereich. Also schon mal Hut ab, Tamron, und ich denke, der Test, der wird verdammt spannend werden. Noch irgendwas drin im Karton? Nö, das war's anscheinend wirklich. Also, das war's mit dem 150-600. Wenn auch ihr richtig heiß seid auf das neue Tamron 150-600, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da für dieses Video und sagt mir auch gerne unten in den Kommentaren drin, was ihr noch gerne wissen wollt zum Objektiv, was wir noch alles mit testen sollen. Sonst, wie immer, natürlich 2 nette Unboxing-Videos hier unten nochmal verlinkt zu 2 ganz schicken DSLR-Kameras. Das war's auf jeden Fall erstmal für diese Woche mit mir hier mit den Unboxing-Videos. Weiter geht's natürlich direkt am Sonntag mit der nächsten Review. Seid gespannt. Bis dahin. Wir sehen uns.